Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Patrizia 4, Aufstieg einer Dynastie. Wir waren gerade beim Verwalter und wir nehmen hier mal 65 und Warenverkauf, bis Bestand erreicht ist, nehmen wir mal 100. Ja, das können wir so lassen, denke ich. Dann müssen wir mal schauen. Wir können unser Schiff jetzt natürlich noch voll Getreide stopfen. Was wir jetzt sehr wahrscheinlich auch tun werden. Konvoi, Getreide. Genau. Und dann fahren wir das mal irgendwo hin, wo es denn jetzt auch gebraucht wird. Macht das mal. Haben wir das Salz jetzt auch mitgenommen? Ach, wir sind voll. Dann fahren wir nach Visby. Da wird der gerade gebraucht. Ich hoffe, dass wir kommen da noch pünktlich hin. So, da können wir das Salz ja verkaufen. Und damit wir einen guten Schnitt machen, machen wir das so. Getreide ist auch Mangelware. Verkaufen wir das bis dahin. Werkzeug. Aber es ist 260. Bier. Oh, alles durstige Kehlen da. Ich sehe, ihr helft mir beim Aufbau meiner Stadt. Weiter so. Ja, das mach ich doch gerne. Malmökes nehmen wir mit. Und dann fahren wir mal nach Stockholm. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir doch noch ein bisschen Salz übrig. Ja, natürlich. Da, super. Ich glaube, jetzt läuft es doch ganz gut. Getreide. Oh, wenn, verkaufen wir bis 60. Bier. Können ein bisschen Metallwaren kaufen. Aber wie gesagt, nur ein bisschen. Dann verkaufen wir bis 180. Und wo fahren wir jetzt hin? Wir drehen einfach eine kleine Runde. Was soll's? Hier können wir zumindest wieder ein bisschen Holz kaufen. Und ein bisschen Baumaterial. Und Hanf können wir verkaufen. Wow. Läuft echt gut. Bin begeistert. So, da sind wir unser Bier auch schon wieder quitt geworden. Malmökäse nehmen wir noch. Oh, schade. Ich kümmere mich um noch ein paar Klamotten. Für billig Geld. Obwohl, das war alles andere als billig. Dann fahren wir mal wieder nach Lübeck. Ja. Nehme die längere Fahrt in Kauf. Können wir uns zumindest das Schiff wieder beladen. Aber erstmal entladen. So. Da werden wir einen Teufel tun und das verkaufen. Salz können wir nicht kaufen. Können wir nichts machen. Klamotten können wir verkaufen. Malmökäse. Den Pelz. Jo, das war's. Mehr ginge nicht. Da machen wir unser Schiff doch wieder voll. Und zwar mit Getreide. Mhm.
Kriegt man vielleicht noch irgendwo eine Statistik angezeigt, wie viel jetzt über das Kontor umgesetzt wurde? Oh, da haben wir unser zweites Schiff. Also, Mieteinnahmen 6.400, Lohnkosten 33.000, Grundsteuer 15.000, Kontorhandel 38.000. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Summe. Okay, das war aber in 30 Tagen und das ist jetzt in 10 Tagen. Wir müssen jetzt hier das ein bisschen im Auge behalten. Im Moment machen wir ein leichtes Plus. Das finde ich in Ordnung. Ja. Das finde ich voll in Ordnung. So, was müssen wir jetzt noch machen? Noch ein Schiff. Okay. Ja, das hätte ich vorher wissen sollen. Dann machen wir nämlich noch eine Kogge. Und dann lassen wir die im Verband fahren. Nachher. Ah, selbstverständlich will ich das in Auftrag geben. Und in der Zeit machen wir... Momentchen. Werft Ausbau. Ihr werdet niemals Bürgermeister dieser Stadt. Vielleicht möchte ich das auch gar nicht. Machen wir das mal. Für 14.000, die haben wir noch gerade so übrig. Bauen wir das mal aus. Braucht das jetzt eine Weile oder ist das schon... Ach, das geht sofort. Das ist ja klasse. Dann könnte man ja rein theoretisch schon damit einen Konvoi bilden. Tja, gute Frage. Nehmen wir das jetzt mit? Wir nehmen das einfach mal mit. Du hast nun ein bewaffnetes Schiff im Konvoi. Wenn du möchtest, dass dieses Schiff den Konvoi in einer Seeschlacht verteidigt, musst du es in der Schiffsliste des Konvois als Geleitschiff deklarieren. Wie mache ich das? Kapitän, Warenliste, Schiffsliste. Organisieren. Nö. Da ist es aber nicht. Wo finde ich das denn jetzt? Das ist doof. Finde ich das hier? In der Schiffsliste. Da kann ich so viel klicken, wie ich will. Das geht jetzt nicht. Okay, dann gucken wir erstmal, dass wir uns hier jetzt das Schiff nochmal voll mit Getreide ballern. Damit wir das mal an den Mann kriegen. Getreide machen wir jetzt natürlich nicht so den Wahnsinnsumsatz. Aber besser wie nix. So, Bier kaufen wir keins. Ein paar Werkzeuge können wir kaufen. Ein bisschen Honig. Ein wenig Hanf. Und das war's dann auch. Upp.
Dann, ja, die produzieren ja selber Getreide. Das ist ja doof. Hätte ich vielleicht eher mal gucken sollen. Haben doch ein bisschen Lagerplatz frei. Gucken wir mal, was haben die denn? Ah, Pech. Pech haben wir schon lange nicht mehr im Schiff gehabt. Dann gucken wir nach Danzig. Und... Ah, nee, das ist, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Ich glaube, normaler Preis ist 39 oder so. Fürs Holz. Das können wir verkaufen. Hier können wir vielleicht noch ein bisschen Honig dazu kaufen. Vielleicht ein bisschen mehr. Ups, egal. Werkzeug weg. Klamotten. Den Käse. Und ansonsten nüs. Dann mal nach Visby. So, zeigt mir eure Waren und ich sag euch, wer ihr seid. So, können wir noch. Na, zwei konnten wir kaufen. Hand war jetzt nicht so viel. Den Käse. So. Ein bisschen Pech können wir verkaufen. Und das war's dann auch schon. Produzieren die sonst nichts? Nö. Dann mal nach Stockholm. Ja, gut, die bräuchten das jetzt. Aber dann verkaufen wir den lieber ein bisschen Getreide. Ich glaube, es lohnt sich mehr, größere Runden zu drehen, als hier immer nur ins Blaue reinzuschiffen. Bisschen Käse. 181. Ich sehe, ihr helft mir beim Aufbau meiner Stadt. Weiter so. Ja, gern geschehen, immer doch. So, die brauchen gerade Getreide. Das soll uns zugutekommen. Na komm, verkaufen wir das mal. Mal ein bisschen Platz kriegen hier. So, Holz. Baumaterial. Oder Ziegel. Aber ich hätte noch Lerne. Ich befürchte ja nein. Ein bisschen Käse können wir verkaufen. So, und ich glaube, wir machen das Ganze im Moment doch ganz gut. Ja, guck mal hier. Novogrod. Die brauchen auch Getreide. Hallo? Kann ich da nicht hin? Ah, Flussstädte können nicht angefahren werden. Ach, krasse Sache. Da waren wir ja gerade. Nützt jetzt nichts. Getreide. Holz. Och, ist ja ätzend. So. Na, super. Ich kann einen Pelz kaufen. Ist doch ätzend. Die Zeit vergeht wie im Flug. Nee.
kauft man nichts. Kann man hier auch. Ah, ein Holz, super. Kann man zumindest noch ein bisschen Getreide verkaufen. Das bisschen Hanf. Den Metallwaren. Können wir aber Honig. Nee. Können wir eben nicht. Aber wir können ein bisschen Kleidung kaufen. Und wieder ein bisschen Pech. Ja. Dann Stettin. Na, die produzieren ja auch Weizen, ist ja ätzend. Versuchen wir es mal richtig zu machen. Na, komm. Wäsch damit. Honig? Habe ich Honig gekauft? Nee. So, jetzt aber. Ja gut, wegen mir können wir noch Rostock angurken. Die produzieren zwar, haben aber im Moment nichts. Soll mir recht sein. Klamotten. Alles weg damit und dann ab in die Heimat. So, einmal rein damit. Und dann schmeißen wir doch hier mal ein bisschen was auf den Markt. Nee, das aber nicht. Salz können wir im Moment keins kaufen. Da haben wir aber bestimmt im Lager was. Werkzeug wird produziert. Ansonsten hatten wir noch das Pech. Und ansonsten nix. So, und jetzt mache ich mal eine kurze Pause, weil ich habe die Befürchtung, dass die Folge viel zu lang ist. Und ja, wenn sie zu lang ist, lasse ich sie am Stück. Dann dauert es halt 3 Tage, bis sie oben ist. Gut, bis dahin wünsche ich euch was. Euer Fitzbahn. Ciao.